Als dynamischer Reiter mit einem Kreuz in der Hand, so ist der heilige Ulrich vor dem Augsburger Dom dargestellt. Bischof Konrad Starsa weiß, wieso ausgerechnet der Draufgänger Ulrich es zum Bistumspatron geschafft hat. Das ist seine vorbildhafte Tätigkeit in allen Bereichen seines Lebens, in der Ausführung seines Amtes, in der persönlichen Lebensführung, in der Zuneigung zu den Armen und in seiner Kompetenz bei der Beratung von Politikern, Königen. Bekannt wird Ulrich vor allem als Retter der Stadt Augsburg. Die verteidigt er im Jahr 955 erfolgreich gegen den Ansturm der Ungarn. Nur mit der Bibel in der Hand soll er den militärisch weit überlegenen Heiden entgegengeritten sein. Es ist gerade diese Verwegenheit, die Konrad Starsa bei seinem Vorgänger auf dem Bischofsstuhl so schätzt. Ich erinnere mich an eine Predigt als Kaplan. Und ich weiß das deswegen noch so gut, weil das dem Pfarrer gefallen hat, der mir das danach noch einmal gesagt hat. Da habe ich gesagt, eigentlich müsste jeder von uns katholischen Christen so etwas wie eine private Heiligenlitanei haben. Und da gehörten also Petrus Canisius, ein großer Prediger in unserem Dom, aber eben auch der Gründer unseres Bistums Ulrich, aufgrund, so wie meine Vorstellungen waren, seiner Kampfbereitschaft und eben seines Einsatzes da bei der berühmten Schlacht auf dem Lechfeld dazu. Nach dem Sieg über die Ungarn baut Ulrich sein Bistum wieder auf und beginnt mehr und mehr wie ein Mönch zu leben. Er reist durch die Diözese, predigt und spendet selber die Firmung. Beliebt macht sich Ulrich noch mit etwas anderem. Mit seinem Einsatz, das ist hochaktuell, wenn wir nach Papst Franziskus gehen, für die Armen. Es ist überliefert, dass er einem Krüppel, wie es da heißt, im Schott, den er auf dem Friedhof in Kempten getroffen hatte, hier dass er ihn in seinem Testament mit berücksichtigt hat. Sein Engagement für die Armen führt dazu, dass Ulrich beim Volk schon zu Lebzeiten wie ein Heiliger verehrt wird. Bereits 20 Jahre nach seinem Tod wird er 993 als erster Katholik überhaupt von der Kurie in Rom offiziell heilig gesprochen. Auch nach mehr als 1000 Jahren ist Ulrichs Popularität bei den Gläubigen ungebrochen. Seit 1955 feiern die ihren Bistumspatron jedes Jahr Anfang Juli mit einer Ulrichswoche.